Guten Tag. Ja. Ein schönes Bild, nicht wahr? Ja, wenn hier jemand überhaupt mal Ahnung von Kunst hätte. Ich habe Kunst studiert. Ja, mein Vater ist Picasso. Also echt. Was wollte damit der Künstler darstellen? Darstellen wollte er, dass er gerne schläft und von schönen Frauen träumt. Das sieht man doch. Vielleicht will der Künstler sein Leiden darstellen. Vielleicht träumt er von seiner Frau, die er vermisst. Ja, träumen tut er viel. Anscheinend nur von schönen Frauen, würde ich mal sagen. Ja. Die Auktion fängt in wenigen Minuten an. Bitte nehmen Sie Platz. Schau mal, Polly. Wir befinden uns hier nicht in einem Bazar. Das hier ist ein Auktionshaus. Du mich verstehen? Hier kannst du dir nichts leisten, auch wenn du Familienbeihilfe kriegst. Du verstehen mich? Und das Bild, das gehört schon mir. Verkauft an Nummer 11. Kommen wir nur zur Krönung des Tages. Der Traum von Osso. Der Startpreis ist 50 Euro. Wer bietet mehr? Ich biete 80. Die Nummer 7 bietet 80. Wer bietet mehr? Ich biete 120. Die Nummer 10 ist mit 120. Wer bietet mehr? Ich biete 160. Ich biete 300 an. 300 von Nummer 8. Wer bietet mehr? 310 Cent. 300 Euro und 10 Cent von Nummer 5. Wer bietet mehr? 400. 400 Euro von der Nummer 8. Wer bietet mehr? 400 Euro und 10 Cent. 400 Euro und 10 Cent von Nummer 5. Ich biete 500 an. 500 von der Nummer 8. Wer bietet mehr? 500 Euro und 10 Cent. Ich biete 1500 an. 1500 Euro. Wer bietet jetzt mehr? 1500 zum ersten, 1500 zum zweiten und verkauft an die Nummer 8. Glückwunsch an den Herrn. Bitte treten Sie vor. Ja, aber sowas! Den Scheck können Sie gleich dem Künstler selber persönlich überreichen, denn er ist heute da. Einen Applaus für Oslo, bitte. Ich habe ein Geschenk für Sie. Ein 10 Cent.